So, willkommen zurück zu Dragon's Dogma. Ja, das letzte Mal haben wir uns gegen einen riesigen Zyklopen und ein paar Harpyien geprügelt. Das war ein bisschen übertrieben für meine Verhältnisse wahrscheinlich, aber macht nichts. Oh, da hinten ist eine Kiste. Machen wir gleich auf. Uah, ich wollte doch gar nicht springen. Ja, ich bin schon auf ganz leisen Sohlen unterwegs. Also, ich scheine schon mega überladen zu sein. Dieses fremdliche Messer, kann ich das nicht irgendwie benutzen? Das kommt mir immer so vor, als wenn das irgendwie auch ausrüstbar wäre. Aber sind die nicht mit eingegliedert? Was hat die andere eigentlich für ein Schild? Muss man mal gucken. Oh, die hat schon gescheiten Schild. Da brauche ich nicht den rostigen Schild geben. Dann verkaufen wir den rostigen, würde ich sagen. Das ist immer so eine Sache. Ich weiß halt nicht, ob ich das auch irgendwie anders verwerten kann. Diese Straße führt tatsächlich nach Gran Sorin. Aber, ja. Verzeihung, Herrin, aber ihr könnt diesen Weg zurzeit nicht nutzen. Müsst mich jetzt verarschen. Wenn ihr mich fragt, schickt der Aushebungstrupp hinter dieser Teufelei. Der Trupp sucht verzweifelt Kämpfer, versteht ihr? Doch die Städter fliehen, sobald sie das Dorf der Trommeln hören. Das Dröhnen der Trommeln hören. Aber wenn die Straße gesperrt ist, können sie nirgendwo hin, richtig? Okay, alles klar, da soll ich nicht vorbei dürfen. Was soll denn der Mist jetzt? Eine so lange Reise und da dürfen wir nicht vorbei. Was bist du für einer? Ach, das. Nee. Sir Jerome. Verzeiht mir, Herrin, aber ich darf niemanden durch den Durchgang gewähren. Tag für Tag strömen mehr Monster durch den Pass. Daran ist nur dieser verflixte Drache schuld. Ihr solltet wissen, dass nicht niemand ohne die Ringe einen Grund passieren lassen kann. Ey, ich kann dich auch töten, Blödmann. Ich will da rein. Soll man ihn vielleicht meucheln? Okay, der lässt sich davon jetzt nicht wirklich beirren. Das ist natürlich schade. Der ganze Weg umsonst? Nee, nicht umsonst. Wir haben ja echt mega Erfahrung eingesammelt. Aber ich hätte jetzt dann schon doch erwartet, dass wir da durch können. Vielleicht hier so ein bisschen bei grabbeln. Ja, der Graf versucht es mit Glitch Grinding. Das mache ich auch mal recht gern. Und Bereiche vorzudringen, wo man nicht rein darf. Schauen wir mal noch hier hinten irgendwo. Ja, das ist alles abgesperrt und ich weiß nicht hier. Nee, da macht sie wieder diese Mucken und das war dumm. Öffnet die Augen, oh Scheiße. Meisterin! Da kommt keiner. Wo ist denn der letzte Kontrollpunkt gewesen? Neuer Versuch. Oh Scheiße. Hoffentlich ist es nicht alles kaputt. Hoffentlich bin ich jetzt wieder in der Hafenstadt, hab 0 Cent und. Oh, dann aber. Dann mache ich aber offline das alles nochmal hier. Grannys. Ach du Scheiße. Aber nicht wirklich, oder? Gucken wir mal. Das kann ich jetzt gar nicht so bestimmen. Oh nee. Oh nee, oder? Oh nein. Alles umsonst. Tatsächlich. Weil ich es nicht sein lassen kann. Und das wird mir eine Lehre sein. Ich werde definitiv nicht nochmal, an irgendwelchen Felsenwänden hier rumklettern. Das hat ja echt nicht sein müssen. Ah, scheiße. Ja, aber ich hätte auch nicht gedacht, die war ja noch nicht mal richtig unten an der Klippe. Das Problem ist, das reizt mich jetzt natürlich schon sehr. Ich weiß nicht, ich bin mir aber nicht sicher, müssten wir den Loot nicht trotzdem haben? Nee, da fehlt auch der rostige Schild, den ich eingesammelt habe. Ah, scheiße. Das ist ja jetzt Kacke. Die gute Arbeit umsonst, das gibt's ja nicht. Da könnt ihr mich wirklich für haten. Ja, sowas passiert auch mal. Aber zumindest haben wir die Echsen schon gemacht und so. Und natürlich wird jetzt die Frage sein, ob ich da wieder hingehe und das nochmal mache. Und ich sag ja. Ach, ich habe ja noch genug Leben. Ich würde ja sagen. Also ich würde es schon gerne wieder machen. Und. Oh, da kommen die Räuber, die das letzte Mal tot waren. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet.
Ich kann ja den Kampf mit dem Zyklopen nochmal anfangen, aber mich dann hier lass uns erstmal das hier überleben. Oh, 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 oh. Die sind wesentlich stärker. Unser Heiler liegt natürlich am Boden. Jetzt muss ich mal gucken, was ich hier schnell nehmen kann zum Heilen. Ich versuche mal den Heiler zu retten. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Nein, während der eine im Boden liegt, muss ich den anderen retten. Das ist ja... Ja. Jetzt bin ich auch noch erschöpft und er schießt auch auf mich. Das läuft ja prächtig hier. Aber ist auch bestimmt gut zum Leveln, wenn ich die besiege. Die Frage ist halt, sind das die Räuber? Ich bin mir nicht sicher. Ich muss mich erst um den Magier kümmern. Der heilt sonst seine Leute. Oh, Scheiße. Sieht schlecht aus. Oh, das sieht sehr schlecht aus. Ich muss entkommen. Oh, da oben ist auch einer. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, liebe Leich. Erst sterbe ich gar nicht und komme überall durch und auf einmal... Nimmt es so dermaßen zu? Scheiße. Bin auch mega verwundet gerade. Der verliert schon wieder das Bewusstsein. Solange den ihr Magier lebt, kann, oh, das, die haben sogar zwei Magier, das ist ja mega. Fies. Wenn wir da lebend durchkommen, ich habe so meine Zweifel. Wobei, der Magier liegt gleich. Wenn er mal mich da heile, auch heilen würde, dann wäre das schon viel einfacher hier. Ich bleib standhaft, Leute. Das mache ich... Das mache ich doch. Das muss doch klappen. Ah, was mache ich denn? Ich will nichts wegwerfen. Moment mal. Was haben wir denn hier? Gesundheit, Nüsse. Oh, das ist ja minimal, scheiße. Ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt eigentlich, um zu fliehen. Aber ihr habt ja schon gehört, dass ich sehr ungern fliehe vor Herausforderungen. So, den habe ich mal schnell mitgenommen, weil er da so rumstand. Wir kriegen das schon hin, Leute. Keine Sorge. Also wenn es nicht irgendein Abgrund ist, dann sterbe ich auch nicht. Nur bei Abgründen ist es gefährlich für den Kerl. Aber ich bin ein Pro-Gamer. Ja, ihr wisst, das ist nur sarkastisch gemeint und ironisch. Zack, 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 zack. So, jetzt sind eure Magier tot, jetzt habt ihr ein Riesenproblem. Oh, da kommt auch noch ein Wolf dazu. Huh, au, 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 au. Scheiße. Magier! Von wegen. Ja, gut, scheiße. Das lief jetzt natürlich blöd, dass mir der Zweihänder direkt in die Arme läuft. Ich werde das jetzt, glaube ich, so machen. Ich laufe jetzt tatsächlich, ich will jetzt diesen Zyklopen wieder am Boden wissen. Das müsst ihr verstehen. Dieser Weg die Klippe runter,
Das ärgert mich sehr, sehr, sehr. Aber Geld habe ich noch alles da. Ja, gut. Vielleicht wäre es sinnvoll, dass ich schnell zur Stadt gehe und mir noch ein bisschen bessere Ausrüstung besorge. Dann können wir auch mal den Unterschied sehen. Das wäre vielleicht so ein Kompromiss, dass ihr euch jetzt nicht so sehr langweilt, dass ich den Weg nochmal gehen will. Ja, das machen wir auch. Ich werde jetzt definitiv neue Ausrüstung holen von dem vielen, vielen Geld, das wir haben. Und ich denke, das ist ein guter Kompromiss, dass ihr euch jetzt nicht langweilt, wenn ich das nochmal machen sollte. Dann können wir mal den Unterschied der Waffen ansehen direkt. Und ich bin völlig überladen. Ich muss auch ein bisschen was loswerden. Ich glaube, hier gibt es auch Waffen zu kaufen. Bin mir aber nicht sicher. Muss noch mal gucken, wo ich da was finde. So. Gibt es auch noch Aufträge? Wahrscheinlich ist da der Zyklopenauftrag auch an der Wand, den ich eigentlich schon gemacht habe. Möwenjagd, hier findet ihr bla bla bla. Tötet zwei Seevögel, Region, okay, das nehme ich. Das Böse unter der Erde bezwingt sieben Gespenster, nehme ich mal. Bezwingt 45 untote Krieger, okay. Bezwingt acht Spinnen, okay, wir haben schon ein paar Spinnen getötet. Bezwingt drei Zyklopen. Okay. Bezwingt 10 Wölfe. Also das ist dann schon richtige krasse Arbeit hier, die mir hier erteilt dann wird. Was ist das für einer? Manchmal Auftrag ist aktualisiert, bla bla bla, ist ja nicht so schlimm. Kann man ja alles aktualisieren. So, gucken wir mal. Hier muss doch auch irgendwo ein Händler sein. Das war doch darum, glaube ich, der da hier. Hoppala, entschuldigen Sie mal bitte. So, gucken wir mal. Wir können bla bla bla. Verwaltung des Lagers, Fertigkeit erlernen, Festling, Fertigkeit erlernen. Gucken wir noch mal, was wir da Neues machen können. Oh ja, wir haben ja auch 1643 DP. Obwohl, das ist so im Zusammenhang gar nicht so viel. Bloß da können wir den Bogen mal ordentlich ausrüsten. Triade schießt drei Pfeile in eine Keilreführung Anforderung ab. Vor den Jungen spannt den Bogen mit voller Kraft und schießt deinen Pfeil geradeaus. Und Pfeilregen schießt unzählige Pfeile gen Himmel, die in einem weiten Radius herabregnen. Ich nehme mal das da und das da. So, Bogen, Kernfertigkeiten, da habe ich jetzt nicht mehr so viel übrig. Beständigkeit, Dämpfung, ja, das wäre vielleicht besser gewesen. Und gravieren, die bla bla bla, okay. Kann ich noch irgendwas? Ja, die Triade lasse ich mal. Die keilförmigen Pfeile mag ich nicht so. Die schießen dann, glaube ich, so in alle Richtungen, kann sein. Oder eine Richtung. Ich werde erstmal dabei bleiben, was ich habe. Noch ein bisschen weiter sammeln. Ja. Möchte ich festlegen. Da haben wir ja nichts Neues. Dreifach Pfeil ist Viereck. Ein Dreieck ist dann. Machen wir mal Pfeilregen und Kreis machen wir mal volle Dehnung. So, hoffe, das kann ich mir merken. Ja, die anderen haben ja auch noch Fähigkeiten. Stopp mal. Darf man ja nicht vergessen. Oh, jetzt geht's dann ab. Stoßexplosion. Er verbesserte Explosion durch die Größe Entfernung zurückgelegt werden können. Okay. Großer Schnitt schlägt beim Zurückfallen eine breite Schneise mit der Klinge, um gegnerische Angriffe zu vermeiden. Die Klinge beschreibt einen großen Bogen und schleudert leicht gewichtige Gegner spielerisch durch die Luft. Vollführt einen Wirbel aus himmelwärts gerichteten Hieben, die fliegende Gegner zu Fall bringen können. Stößt das Schwert den Gegner, nagelt ihn an Ort und Stelle fest, während weitere Hiebe auf ihn niederprasseln. Hört sich alles ganz nett an. Aber ich will mal gucken, was hier so ist. Die fortgeschrittene Form, bla 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 bla. Kontrollierter Fall schützt im Falle eines Falls den Körper durch eine abrollende Bewegung. Ah ja, das wäre ja schön gewesen, wenn sie das gehabt hätte, als die über die Klippe gesprungen ist. Die fortgeschrittene Form einer Grundfertigkeit, die Attacken auf den Angreifer zurückwirft. Das hört sich interessant an, ist aber ziemlich teuer. Halbiert die verbrauchte Ausdauer, wenn Objekte aufgehoben, Gegner gepackt, festgehalten werden. Okay. Was ist Wachsamkeit?
Erweitert die Obergrenze der Gesundheit. Das machen wir bei ihr. Dann ist sie wesentlich. Ding, glaube ich. Hoffe ich. Und dann machen wir noch hier. Fleischspieß. Das ist der festgenagelte Trick hier. Genau. Das machen wir. Und der große Schnitt. So. Ja, Fertigkeiten festlegen. Schild. Da hat sie keine. Das andere ist wahrscheinlich eine Primäraktion, die sowieso passiert. Da ist eigentlich egal, wie ich das stelle, weil die macht das sowieso von alleine. So, haben wir hier noch was? Nee. Gut. Okay, ah ja, Fertigkeiten erlernen. Der gute. Nee, nur die Rubin und die Smaragden. Also der andere kann nicht verbessert werden vorerst wahrscheinlich. Kernfertigkeiten sind aktiviert, sobald sie erworben wurden. Bla 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 bla, wissen wir schon. Okay. Bin jetzt aber hier immer noch sauer, dass ich hier noch keinen Shop gefunden habe. Hier muss doch irgendwo ein Shop sein. Also. Da liegen Waffen, aber da ist auch kein. Nee. Also bisher sieht das mau mit Shops aus. Das finde ich ein bisschen blöd. Die haben auch alle schon gefragt. Vielleicht habe ich ihn auch grob übersehen, wo der hier sein soll. Aber hier ist kein Shop erstmal. Dann müssen wir zur Hafenstadt zurück. Oh, so eine lange Reise. Ihr freut euch sicherlich. Wobei wir jetzt die tolle Abkürzung durch die Tunnel haben. Da muss man aber dazu sagen, ich weiß nicht. Ah, da ist ein Händler. Das ist gut. Ich plane eine Weile hier zu bleiben, aber ewig werde ich nicht hier verweilen. Wenn euch etwas ins Auge springt, greift besser rasch zu. Nun kommen wir zum Geschäft. Ihr werdet ein Narr, euch meine Waren nicht anzusehen. Okay, kaufen. Jetzt gucken wir mal. Okay, der hat schon einiges dabei. Ausverkauft, das habe ich schon gekauft. Kurzbogen haben wir noch nicht. Kurzbogen. Nehmen wir einmal. Genau. Bestätigen. Ausrüstung wechseln. Ja. Der wird mich jetzt um einiges stärker machen, was das Bogen angeht. So, dann gucken wir mal hier noch. Naja, toll, die schöne Sachen, die ich gelootet habe beim Zyklopen. Ach ja, das wird mir noch nie ewig nachgehen. So, was haben wir jetzt für Dolche? Wir haben Halbzapfschneider, den haben wir ja schon gekauft. Jetzt gucken wir mal, ob wir schon was verbessern können. Wir haben ja, da kann ja auch Sachen verbessern, soweit ich weiß. Genau, verbessern. Jetzt gucken wir mal, ob wir da schon was verbessern können. Kleiner Reißzahn. Nee, erforderliche Materialien. Ah, Halsabschneider in der Stufe 1 lässt sich für 180 verbessern. Gut, mach mal. Sehr schön. Und auf der Stufe 2? Wo ist denn jetzt das? Hier. Finde ich cool gemacht. Stufe 2 braucht man kleinen Reißzahn. Hammer? Sowas. Nee, ne? Kleiner Reißzahn. Wolfszahn hat man mal, glaube ich, aber kleine Reißzahn haben wir nicht. Dann gucken wir mal. Kurzbogen. Das erste kostet 40 Gold, das machen wir auf jeden Fall. Und das zweite. Halt, das ist wieder der Halsabschneider. Hat sich wieder. Auch kleine Reißzahn. Hahaha. Gut, das lässt sich dann nicht weiter verbessern. Ist ja aber immerhin schon mal etwas. Ärmliches Gewand, Fischel und was habe ich denn jetzt gerade an? Das weiß ich gar nicht. Ist aber gut, dass wir uns hier mal ein bisschen durchs Menü leben. Ja, das dürfte jetzt auch schon die fünfte Folge oder so sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich das alles ein bisschen am Stück aufnehme und schon ein paar Folgen parat habe. Da kann es schon durchaus sein. Ah ja, ich habe das Heilergewand an. Warum habe ich nur das Heilergewand an? Oder habe ich das an? Nee, ich habe das nicht an. Was habe ich denn an? Gar nichts, oder wie? Machen wir mal das da hier. Fischerlumpen.
Ach, ich hatte gar nichts an, oder wie? Ablegen? Nee, dann wäre ich ja ganz nackt. Weiß gar nicht, was ich an hatte. Aber mehr hat man ja auch nicht, oder? Ah ja, ich glaube, ich hatte diese Hose hier an. Kann es sein? Und sonst nichts, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht genau. Ah ja, und das da hier hatte ich an. Das ist jetzt aber auch nicht mehr ausgerüstet. Verwirrung? Okay, jetzt habe ich das untere nicht mehr an. Ah, ich hatte die Hose und das hier an. So war's. Jetzt hat. Also, dass das dann wahrscheinlich so Körper und wenn man Beine und das da macht, dann geht das da nicht mehr oder so. Ist ein bisschen verwirrend. Dann gucken wir mal, was er sonst noch so hat. Hat er denn was zum Anziehen für mich? Ich meine, ich habe genug Geld. Feenklinge. Kann ich nicht. Warum kann ich das nicht? So teuer ist es doch gar nicht. Wahrscheinlich von der Stärke her nicht oder so. Weiß ich nicht. Ah, da haben wir sogar noch eins. Anscheinend. Gepanzerter Stab. Das scheint ein Magier seiner zu sein. Lederkappe. Lederkappe. Haben wir schon eins? Gut. Stoffwickel. Jetzt gucken wir mal, was wir hier finden. Ah ja, okay. Das wäre zum Beispiel stärker. Aber wenn ich das anziehe, dann geht das andere wahrscheinlich nicht mehr, oder? Wie war das? Stoffwickel, Leinenhemd. Das wäre noch stärker. Oder das hier, lederner Brustpanzer. Okay. Ledergürtel, der ist noch stärker. Brustpanzer, zum stärksten. Stückenharnisch. Ich probiere mal das da hier. So. Ausrüstung wechseln, ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das klappt. Das ist er, oder? Ja. Okay, jetzt habe ich alles an. Sehr schön. So wollte ich das auch. Dann ist die jetzt wesentlich stärker. Das ist schon mal gut. Also, was heißt stärker? Widerstandsfähiger. Und dann gehen wir mal noch weiter. Ellbogenschutz. Da haben wir nämlich auch noch nichts. Da will ich auch das Stärkste nehmen, möglich. Magische Abwehr und Abwehr. Ich tendiere dazu, Ellbogenschutz, das macht halt den Schlagwiderstand minus 1. Wiederum der Stichwiderstand ist erhöht. Das sieht denn gut aus, sagen wir mal so rum. Das da hat irgendwie Style. Darf man aber nicht vergessen, dass das wahrscheinlich auch noch Gewicht oder so hat. Da ist ja die magische Abwehr nicht so stark. Für die körperliche Abwehr. Ich nehme das da hier. Weil da die körperliche Abwehr höher ist und Magie, glaube ich, haben wir jetzt noch nicht so viel mit zu tun. Schätze ich mal. So. Dann gucken wir mal, ob wir noch was davon verbessern können. Ich könnte ja natürlich auch meine Vasallen irgendwas ordentliches kaufen, aber nicht, dass die dann zu viel haben. Da bin ich mir jetzt noch nicht sicher. Oder hier, was haben wir da an Hosen? Da haben wir schon das Lederschuhwerk. Nee, das haben wir noch nicht. Aber es scheint anscheinend... Irgendwas ist da mit einer 1, mit Menge 0 und 1 markiert. Schlichte Kniehosen, Fellbeziehungen, Metallbeinschienen. Hm. Ja gut, wir haben ja jetzt schon einen richtigen Push bekommen. Und die gelben Gamaschen habe ich ja, glaube ich, ne? Gucken wir mal hier noch Schultermantel. Der verbessert die Ausdauer. Hm. Sieht auch nicht so cool aus wie der letzte, aber. Und kostet auch ganz schön viel. Naja, wegen so ein bisschen Ausdauer brauche ich das jetzt, glaube ich, nicht verschwenden. Dann machen wir folgendes: Verbessern wir mal noch ein bisschen. Weil wir haben ja hier auch Zeug, das wollen wir tragen und verbessern können. Dann machen wir hier mal gleich Stufe 1 dazu. Zack. Saugfähiger Lappen. Haben wir das? Das haben wir sogar. Zack, Stufe 2. Bad Bam. Und dann. Oh, das war jetzt was falsch, oder? Nee. Was ist das Richtige? Oder? Bin ich jetzt nicht gelandet? Das ist ein bisschen blöd, dass das so verschoben wird.
Nee, das ärmliche Hemd ist jetzt halt auf Stufe 2. Aber das habe ich doch gar nicht an. Ach, ze fix nochmal nach. Das da hier wollte ich doch. Kastanienzweig. Ja gut, dann geben wir irgendjemand anderen das ärmliche Hemd, würde ich behaupten. Ist aber schon sehr, sehr komplex hier alles. Also muss man sich ein bisschen reinleben. Vielleicht soll ich das dann auch bei der nächsten Gelegenheit. Oh, was ist das? Ah, jetzt bin ich. Doch, ich bin schon noch hier. Stufe 2. Sauberer Lappen und Stufe Ding mit. Das kann ich gleich auf Stufe 3 gehen. Probieren wir es mal aus. Ah ja, okay, man kann gleich auf Stufe 3 gehen. Das ist gut. Dann machen wir gleich mal Stufe 2. Und Stufe 3 kann ich auch machen. Super. Lederumhang, da geht auch noch Stufe 2 gleich. Ich weiß halt nicht, ob das dann irgendwie einen Nachteil hat, wenn ich das so schnell verbessere. Halt, da ist noch was zum Verbessern. Bei der Rubin machen wir jetzt mal. Das Schwert machen wir mal jetzt auf Stufe 2 auf jeden Fall. Und wir können es auch gleich auf Stufe 3 machen. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Oh, da geht noch eine Stufe. Uiuiui. Machen wir mal. Ach, das war jetzt der Schild. Ja, ist ein bisschen blöd, dass das sich verschiebt. Also, das könnte man weglassen so. Aber wir verbessern mal einfach alles, was er hat. Das ist sowieso wichtig. Ja, Tunika. Machen wir gleich Stufe 2. So. Totenschild. Ah! War das nicht der, den ich mir gekauft habe und vermisst habe? Ich bin mir nicht ganz sicher. Totenschädel. Machen wir mal hier gleich. Und jetzt muss man die anderen nicht mehr machen. Sehr gut. Okay, also kann man da quasi was überspringen. Ich mache so viel, wie ich kann. Ganz einfach aus dem Grund, dass die jetzt schön aufgepusht sind. Dass wir dann auch beim nächsten Zyklopentest mal sehen, was das dann bringt. Also ob das einen großen Unterschied macht. Da bin ich sehr gespannt. So, jetzt haben wir hier alles gemacht, was wir können. Der Rook hat noch Zeug. Da machen wir mal den Stab. Der will nicht. Der Kopf, der hat nichts. Da auch nicht. Da auch nicht. Also den kann man irgendwie nichts verbessern. Vielleicht liegt es daran, dass der dass der Rook nicht direkt wirklich zur Gruppe gehört, dass der nur so eine Nebenfigur ist. Gucken wir mal nochmal bei mir hier durch, ob ich noch was machen kann. Die Federkappe. Eine Federkappe verziert mit dem Feder, schützt den Kopf vor unvorhergesehenen Unfällen. Ja, ich weiß halt nicht. Wir tun sie erstmal verbessern. Ob ich sie jetzt tragen sollte, weiß ich jetzt nicht so wirklich. Ich müsste sie halt schon tragen, einfach aus Schutzgründen, ne? Aber. Ich bin wieder unsicher, weil die schaut so scheiße aus. Guck mal mal. Also ich kann ja auch mal ein bisschen scheiße rumlaufen. Ah nee, nee, nicht übergeben. Zur Ausrüstung. Schauen wir mal. Das sieht richtig hässlich aus. Meine Güte, sieht das hässlich aus. Nee, 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 das setze ich mir nicht auf. Auf keinen Fall. Aber wir übergeben das mal an Rook, der ist hässlich. Da kann sich das Ding ruhig aufsetzen. So. Dann gucken wir mal, ob wir den Rook jetzt damit ausrüsten können. Ja. Ja, der sieht doch damit richtig gut aus. Das passt ja richtig zu ihm. Gut. Ah, das wird das Geschenk getragen. Verschenkte möchte fortfahren. Dann will ich doch erstmal sehen, wie das bei der Ding aussieht, weil ich will hier nichts verschenken. Was haben wir hier? Oh, der hat was Neues. Ah ne, das hat er ausgerüstet, okay. Der hat aber auch keine Sachen, sonst so weiß ich. Neue Schuhe, der hat alles automatisch ausgerüstet, da kann ich nichts mitmachen. Gut, dann wollen wir mal gucken. Die Ruben. Zur Ausrüstung. Wie sieht die denn damit aus? Ach du Scheiße. Na, schöner geht's nicht. Aber ich ziehe sie jetzt mal an, weil besser sie als ich. Ja.
Schuhe hat sie. Oh, neu, Hand. Da ist aber nichts. Oh, doch. Was soll denn das sein? Verderbnisnägel. Ah, ja, okay. Das scheint Schmuck zu sein. Kann man jetzt nicht so erkennen. Aber soll sie halt mal damit rumhantieren. So. Ja, meine hübsche Rubin. Jetzt schaust aus. So, ja, dann. Ja, das war jetzt erstmal eine Crafting-Folge, mal ein bisschen so das, den ganzen Loot anschauen und so. Hab ja auch noch einiges mehr, aber ich denke, das reicht erstmal. Wobei ich überlege, ob ich noch was ein bisschen verkaufe. Wenn ich so schnell überlastet bin. Aber wir machen uns dann hier den Cut und werden dann das nächste Mal nochmal zum Zyklopen zurückgehen und schauen, wie der Zyklop sich damit besiegen lässt mit unseren jetzigen Loot-Aktionen. Und dann werden wir weiter der Story folgen, endlich. Bis dahin, wir können mich da verhalten. Ciao.